Hallo Leute, willkommen zur nächsten Runde WWE Supercard. So, heute haben wir die Luca oder Lucha Dragons dabei, also Sin Cara und Kalisto, auf den Wunsch von Beemaster. Genau. So. Gut, dann geht es los. Es ist jetzt nur ein kleines Pre-Ding. Reading, yeah. So, ich hab. Ne? Ja. Die Superstar für Road to Glory diese Woche ist Seth Rollins. Hol dir Road to Glory tolle. Was? Das ist irgendwie. Entweder bin ich gerade zu scheiße, um es zu lesen, aber irgendwie ist der Satz wohl hier verwurschtelt. Hol der Road to Glory tolle Belohnung ab Donnerstag. Ist irgendwie komisch. Eher noch, hol dir in Road to Glory tolle Belohnung ab Donnerstag. Ja, da fehlt in. Okay. Gut, es steht 5-5. Mal sehen, ob ich Energy Cards am Start habe. Ja, genau, 5 sogar. Sehr schön. Fülle ich gerade mal auf. Normalerweise fülle ich ab 5 Games nach. Hab's aber diesmal verpeilt. Muss dann auch noch mal ein bisschen farmen. Nah. So. Es spielen 6 Minuten, da war ich ja gerade rechtzeitig. So, ich habe auch schon die heutige Belohnung geholt. Für den dritten Tag. Muss ja gerade mal anschauen. Da. Das ist 3 Tage. Oh, es geht bis legendär. What? Okay. Ultra selten und dann legendär. Das ist ja wirklich interessant. What the fuck? Das ist sehr komisch. Ich glaube, das ist ein Bug. Oder ein Special. Das ist wirklich sehr komisch. So, schauen wir uns das mal an. So, ich gehe mit der Maus extra aus dem Bild raus, da ich ein Thumbnail machen kann. So, Thumbnail. So, richtig schön. Seth Rollins ist am Stissel. Und wir füllen gerade mal auf. Nee, keine Verbesserung. Ah, wir sind Survivor Plus und das schreibt durch, was ich. Gott. Okay, sehr gut. Aber trotzdem hätte ich mir mehr erwartet. Aber, na gut. Jo. Also, was haben wir denn? Also, die Niki wird noch voll gepumpt. Der wird noch angepumpt. Der ist voll. Und theoretisch wären wir sogar so weit, um schon ein komplettes Deck mit. Also, nee. Ich muss gerade mal gucken gehen. Irgendwie bin ich verwirrt. Also, wir haben. Da. Ein Rock. Okay. Dann haben wir die Dudes. Ach so, okay, ich war gerade verwirrt. Ich habe irgendwie Triple H gerade ein bisschen mit The Rock verwechselt. Dann, wir können Edge Brown, wir können Chris Jericho Brown, wir können Eddie Guerrero Brown, also Brown. Das heißt, wir könnten theoretisch ein komplettes, also fast komplettes Legendary Pro Road to Glory Deck machen, aber das wird noch ein bisschen dauern. Alles seine Zeit, meine Freunde. Als nächstes werde ich jetzt, also wenn ich die Niki voll habe, kommt Mark Henry dran. Der mal so einen leichten Pump verspürt in seinem Leben. Die Niki ist aber, soweit ich weiß, fast vorher. Ja, was heißt fast? 51. Da ist die Freitagsfolge, es wird die auch ein bisschen länger ausfallen. Also ich werde jetzt zwar noch kein Gameplay machen, aber. Oh Mann, das da wird auch erst dann an der Samstagsfolge drin sein. Oder ne, Moment. Ist ja morgen nach der Nee, leider nicht. Leider erst in der Samstagsfolge, die Fusion Chamber.
sogar ziemlich, ja, kurz vorm Livestream. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich mit einem kurzen, nach einem kurzen Cut mit noch ja, den Rest der Folge mit King of the mit Road to Glory Gameplay. Also wird dann eine längere Folge sein, vielleicht so um die halbe Stunde. Jo. So als noch kleines dazu Special, weil wir ja jetzt mittlerweile die 500 Videos erreicht haben. Vielleicht werde ich auch vorher noch ein paar Picks vorbereiten, das weiß ich ja nicht. Vielleicht werde ich das jetzt sogar tun. Ja, wir sind jetzt sogar schon bei 501, das wird dann das 502. sein. So als kleines indirektes 500 Video Special, weil 500 ist doch schon eine ordentliche Zahl an Videos. Also habe ich jetzt über ein Jahr für gebraucht. Aber oh, ist schon ganz schnucklig. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich mit vielleicht dann noch ein paar Picks, aber auf jeden Fall mit ganz viel Road to Glory Gameplay. Ciao! Bis gleich. Mensch, dieses Ciao, ey. So, Leute, und da sind wir wieder zurück. So, ich hab da mehr oder weniger ein kleines Problem. Und zwar, Moment. Pfeil nach rechts. Lol. Das gibt's jetzt auch. Interessant. Auf jeden Fall, habe ich ein kleines Problem. Ich habe ein paar Picks gemacht. Und irgendwie habe ich drei Road to Glory Spiele gemacht, ohne dass ich Picks bekommen habe. Also nach dem dritten ist mir aufgefallen. Und ja, anscheinend geht es nicht wirklich weiter als 55. Ja, wie gesagt, ja, sehr schön, wirklich richtig geil. Ja, also 18 Picks versemmelt. Anscheinend ist es ein Bug oder es geht wirklich, also ist eine Begrenzung. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal so 50 Picks. Vielleicht ist ja was Schniekes dabei. Aber bei 50 ist nicht wirklich sehr viel zu erwarten. Und wenn wir dann nachher, ich habe auf jeden Fall vor, halt für die 100. Folge wirklich, ja, also 500 Picks zu machen, dann werde ich halt 10 mal 50 sammeln und werde das dann aneinander hängen. Das also zusammenschneiden. Jo. Ist dann halt dann noch mal ein Stückchen mehr Arbeit, aber ja, weil dann muss ich, weil wenn ich die Picks übers Handy sammle, geht das viel schneller. Ich übers Handy farmen, aufnehmen, weiterfahren, aufnehmen, weiterfahren, aufnehmen, weiterfahren. Da. Das ist so wie Sleep, Eat, Repeat. Kennen ja bestimmt auch alle, ja. So, die Hälfte haben wir hinter uns. Bin mal gespannt, was die beste Karte ist. Also ich sag, die beste ist eine seltene Karte. Ja, sag ich jetzt mal. Aber kann ja auch. Vielleicht ziehen wir doch was. Ja, das einzige wirklich lohnhafte wäre halt eben von der auf längere Zeit 10 Survivor bis WrestleMania Karte. Yay, noch mehr Boosts. Ich bin erstaunt. Wenigstens haben wir ein paar Energiekarten. So, das King of the Ring ist aber. Oh, Kartenlimit erreicht. Danke. So, ja, selten, selten. Selten. Okay, selten. Sehr selten. Oh. Ausverkauft. Der Ausverkauf, ja, genau. So, füllen wir gerade mal Energie nach. Oh ja, in 3 Minuten. Hot, hot. Weil ich bin jetzt schon wieder aus der Qualifiers raus. Also ich bin schon im Rückstand. 2 Spiele mittlerweile, aber das hole ich locker nochmal auf. Easy. Ja, aber ich habe jetzt halt energietechnisch ziemlich verprasselt. Aber wir pumpen jetzt erstmal noch ein bisschen die Niki weiter.
so wie es sich gehört. Ich habe gesagt, das wird eine längere Folge, das wird es auch, aber wahrscheinlich auch aus einigen Parts bestehend, weil ich halt durchgehend halt Gameplay machen will und werde dann halt die Gameplay-Sessions aneinander cutten. Cutten! Und halt, wenn ich trainiere, irgendwas. Weil vor allem dadurch, dass ich ja die Cuts immer, also die Aufnahmeunterbrechungen, halt so setze, wie ich sie halt brauche, brauche ich halt ja im Endeffekt dann nicht viel zu bearbeiten und ist das so, ist das weniger Arbeit für mich. So müsste ich dann jetzt, ja, ich könnte zwar halt durchgehend aufnehmen, da wäre die Videodatei riesig und ich müsste dann halt am Schluss halt sau viel rumschneiden. Aber da habe ich wirklich, ehrlich gesagt, sehe ich da keinen tieferen Sinn drin. So habe ich dann halt zwar immer noch mal eine neue Videodatei, aber das wäre ist ja auch kein Problem, das aneinander zu schneiden. Deswegen ist das einfach einfacher für mich, ganz einfach. So, wir haben noch mal ein bisschen gesammelt. Ich bin schon bei ungewöhnlich. Vorhin habe ich angefangen, na, ungewöhnlich ist gleich sogar schon fertig. Ja, finde ich ein bisschen doof, dass das irgendwie nicht so wirklich. Also anscheinend geht es echt nicht weiter zu 50. Finde ich extrem kacke. Aber na gut, was will man denn machen? Das ist echt sau doof. Vor allem, wenn sie ja schon es verhindern wollen, dass man die Picks sammelt, wieso dann eine Grenze bei 55? Wieso? Margret, ich will, dass du diese Pick-Sammelgrenze. Ja, obwohl. Das wäre halt ziemlich schlau. Da haben sie sich wahrscheinlich dabei gedacht, dass sie das wegmachen, weil. Guck mal, du hast so easy Games mit. Ja, machst du ja so mit. Einem richtig brutalen Win-Deck auf Survivor. Machst du die Taschen voll, ist. Machst du auf 200 bis 1000 Picks, ja, ein bisschen übertrieben, aber jetzt sagen wir jetzt mal einfach so, mal so. Und dann machst du deine beschissenen WrestleMania-Karten rein, bist WrestleMania-Tier und holst deine ganzen Picks auf dem WrestleMania-Tier, dass du auch noch WrestleMania-Karten kriegst. Ist natürlich, oh, sorry, bin an mein Mikro gekommen, ich hoffe, das hat jetzt nichts zerstört. Und zum Beispiel Ohren. Aber ja, ich denke mal, dass sie sich wahrscheinlich das als größten Hintergedanken gehalten haben, als sie das entfernt haben. Ja, aber trotzdem, ich finde also, na, finde ich ein bisschen blöd. Aber na gut. So, das da müsste Folge 85 sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder ungefähr so in dem Bereich so drumherum. Die dumm. Drum, die dumm, die dumm, die. Die dumm, die dumm. Da, die, 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 du, die, da. So. Das Ende des King of the Rings wird dann doch noch wahrscheinlich noch in der Folge drin sein. Aber das auch war wirklich auch nur knapp. Wahrscheinlich sehr knapp. Ja. Aber die Fusion leider nicht mehr, weil die geht jetzt ab. So vor allem, also war ja früher noch auf ca. 23 Stunden. Wir haben jetzt 20 vor 7. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, also im letzten Aufnahmepart schon gesagt, dass das leider nichts wird. Ja. Ihr führt dich eben. Ihr kriegt Jericho, ey. So, nochmal weiter. 15 Pixel. Survivor Blüstiere. Sie
ist halt hier eben keine WrestleMania-Picks, so jetzt ehrlich gesagt auch wurscht. Wenn ich jetzt eine Survivor-Karte picke, die eigentlich eine WrestleMania-Karte hätte sein sollen, werde ich eh ausrasten. Total. Jetzt bekommen schon eine Boost-Karte. Oh, besonders seltener Check Swicker. Der Check Swick. Jack Swick. Der Tony! Meine Brille ist. Oh Gott, die ist voll dreckig. Ich hab voll einen Finger dran gekommen. Ich hab gewundert, ey, Alter, erst bestimmt mit meinem Auge nicht, aber meine Brille war einfach nur fingert. Ich hatte einfach so voll den riesigen Fingerabdruck genau in der Mitte. Hab gedacht, scheiße, mein Auge stirbt. Verfault langsam. Ja, ja, so ist es eben. Mit verfaulenden Augen und dem Scheiß halt. Aber man kann ja auch nichts dagegen machen, ne? Man fault halt ab und zu mal ein bisschen. Bisschen faul ist gut. Bisschen faul in deinem Hut. Yeah, Faulung. Margret. Na. Müdigkeit ist nur Illusion. Illusion. Ja, ja. Miau. So, ein Einzelmatch, das kann er haben. Und ich finde, dass sie das ein bisschen doof gemacht haben. Ich finde, die sollten diesen goldenen Stern erst bekommen, wenn sie wirklich voll geprot sind. Voll aufgepumpt. Weil, weil einfach. So, wenn sie am Anfang Kacke gebaut haben, finde ich, sollte sie so einen bronzenen Stern bekommen. Also wenn zum Beispiel eine der beiden Karten nicht richtig vollgepumpt haben, einen bronzenen Stern. Und wenn es richtig gemacht wurde, aber noch nicht vollgepumpt ist, einen silbernen Stern. Und wenn es voll richtig geprot ist, einen goldenen Stern. Und dann ist noch dein Ziel, jede Karte im Pro in all drei verschiedenen Dingern zu haben. Also, das eine ist halt das das Silberne ist halt das Vorstadium vom Goldenen, aber so brauchst du jede Pro-Karte nochmal in Bronze-Version. Yeah. Yeah. 5 Punkte später. Banane. Ja. 5 Punkte später. Ach, wie schön. Punkte und später. Voll gut. Und hey. Und Diva Match. Mit Kalisto und Sin Cara. Voll geil. Aber mir ist, also, ich wusste das echt nicht, aber anscheinend beim mexikanischen Wrestling haben die sau viele Wrestler so eine komische Maske an. Voll komisch. Und ich dachte, so Rey Mysterio wäre der einzige,
und die versuchen alle den nur nachzumachen, aber das ist in der mexikanischen Wrestling-Liga, haben echt sau viele so eine Maske an. Die wollen sich einfach nur wie ein Superheld fühlen und wollen ihre geheime Identität behalten oder sowas. Ich bin Rey Mysterio Man. Du, du, du. 619. Nee. Ja, vor allem so unter so einer Maske, da schwitzt man doch bestimmt richtig brutal. Vor allem, wenn es dann noch so, so komisches Latex-Scheiß ist oder was auch immer. Ja, ne? Vor allem, das müffelt dann bestimmt auch irgendwann total. So wie als ob du ungefähr so ein Jahr lang die gleiche Mütze hast im Sommer, anhast im Sommer, im Winter und sie nie wäschst. Die riecht wahrscheinlich genauso wie so eine Maske nach einem Wrestling-Match. Deswegen hat er auch wahrscheinlich jedes Wrestling-Match eine andere angehabt. Hat dann immer fünf Matches gebraucht, bis die erste gewaschen wurde. Weil sie es rausätzen mussten. Voll geil. Ätzen, ey. Du, 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 du. Bau, bau, so, ich werde dann aber danach einen Cut setzen und der zweite Teil der Aufnahme wird es dann wahrscheinlich wird er dann morgen geben, wenn ich dann auch noch mal ein bisschen weiter bin. Oder noch heute Abend. Das weiß ich noch nicht. Weil, ja, aber vielleicht eher morgen. Obwohl, das könnte aber auch knapp werden mit dem. Das war, also ich bin mir noch nicht so sicher, wann es dann halt den zweiten Teil jetzt, also nach die, wann es nach dieser Aufnahme da weitergeht. So, jetzt haben wir die 6 Picks. Und da gibt es einen Cut und für euch geht es direkt weiter. Muss ich ja Zukunftsflo drum kümmern. Ja, also, wir sehen uns dann jetzt. Schuff. So, da sind wir wieder. Am nächsten Tag, wir haben jetzt schon. Oh Gott, ich dachte gerade so abgeschmiert. Wir haben jetzt schon Freitag. Es scheint ein bisschen zu längen. Ich lädt es gerade im Hintergrund irgendwas. Bin jetzt, ich glaube, mit selten noch nicht ganz fertig. Alter, auf zu ruckeln. Jo, das King of the Ring, wenn ich's ins. Oh. Ich bin im Halbfinale sogar! Richtig geil! Alter! Ich habe bei Spiel 42 meine Energie nachgefüllt. Und bin jetzt einfach im Halbfinale. Geil. Ey, voll awesome. So muss das sein, Leute. Voll geil. Jetzt habe ich gehofft, oh komm, King of the Ring ist jetzt beendet, hast eh verkackt. Und jetzt komme ich einfach. Das, also, so wie das King of the Ring stand, seht ihr 28, 21. Hätte ich niemals gedacht, dass ich ins Halbfinale komme. Also, Viertelfinale. Okay, vielleicht, dadurch, dass ich jetzt bei Spiel 42 die Energie nachgefüllt habe. Aber Alter! Voll nice, echt? Voll cool. Bestimmt, ja, eindeutig. Also ins Finale komme ich nicht. Gegen wen habe ich denn da? Der hat sich bestimmt geärgert. Diese Spiele muss ich mir jetzt gerade mal angucken. Der hat bestimmt auch. Lol. LOL. Oh, was ist das für eine Karte? Ah, das ist bestimmt People's Champion. Alter. Der hat sich bestimmt geärgert wie eine Sau. Ach du Scheiße. Ich sag, total gammlig mit der Energiewerten. Und der alles voll. Aber keine Boosts halt genutzt. Aber richtig cool. Der hat bestimmt Boosts genutzt, dass er ins Finale kommt. Nee, auch nicht. Ja, okay. Mit den Karten wäre ich mir auch relativ siegessicher.
Weil, ja. John Cena, WrestleMania Bro, ist halt schon was ordentliches. Okay, das hätte ich vielleicht auch gewinnen können, aber Alter, geil. Einfach so muss das sein. Einfach mal so easy peasy, schneezy. Ist vielleicht Fusion schon fertig? Ne, 4 Stunden noch. Okay, ne. So, dann machen wir noch ein bisschen Play the Game. Ja, 5 mal 5, 25. Reicht sogar. Ach, wie schön, ey. So muss das sein. Genau so. Ja, die letzten beiden habe ich ja, glaube ich, nicht ins Halbfinale geschafft. Ganz knapp. Oder ich glaube, beim vorletzten habe ich es ganz knapp nicht ins Finale geschafft. Also ich versuche ja halt, also wenn ich sehe, das Halbfinale, erstes Game gewonnen, dann versuche ich halt natürlich, also wenn ich sehe, dass der Gegner mir ebenbürtig ist oder dass ich wirklich gewinnen kann, dann versuche ich halt mein Bestes, um ins Finale zu kommen, weil eine Survivor Card und eine legendäre Support Card oder halt eben gewinnen und zwei Survivor Karten ist immer noch besser als halt nur eine einzelne Survivor Card. Ah, das ist schon sehr schön, ey. Das freut mich schon. Ich habe heute Morgen auch schon, ich bin um 5 Uhr irgendwie wach geworden und ich muss halt um halber, also er muss um 7 Uhr erst raus aus dem Haus, ja, 20 nach 7 ungefähr. Und ja, da dann zocke ich noch ein bisschen, habe schon meine Tagesbelohnung, also mein Tageslogin eingereicht, wenn man dazu sagen kann. Ja, sind jetzt glaube ich bei Tag 7, also noch ein Tag mehr und dann haben wir schon, der ist halt eine Karte. Yeah. Und ich will jetzt gleich nochmal gucken, ob das jetzt wirklich dann doch eine legendäre Karte ist, die man am Ende bekommt, oder ob das einfach nur ein Bug war. Backwaren. Oder vielleicht steht ja auch was auf Twitter, die Folge geht ja noch ein bisschen, ich wollte ja halt ein bisschen länger machen. Dauert dann zwar ein bisschen länger zum Rendern, aber. Oh, ich sehe gerade, ich stehe auf 235 Abonnenten. Das freut mich. Das ist sehr schön. Vor allem, weil es die ganze Zeit so immer so geschwankt hat zwischen 229 und 231. Immer so zwischen den beiden Zahlen. Wiep, 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 wiep. Und jetzt schon mal cool. Das freut mich sehr. Ich finde es ja immer schön, wenn da nochmal so ein paar Abonnenten dazukommen. Freut mich ja immer. Weil es gibt für mich eigentlich jetzt so nichts Schöneres. Ah, okay, mein 10-Stunden-Musikvideo wurde geteilt. Habe ich gerade gesehen. Auf Twitter. Es gibt für mich nichts Schöneres, wenn meine Zuschaueranzahl wächst und ich meinen Content, also meine Videos, mit noch mehr Leuten teilen kann. Ich finde das so geil. So, irgendwas Neues. So, you got your feedback matter. So, we changed the daily login from Epic to Late. Ah! Okay, ja, da steht's. Also, die Leute haben gesagt, ja. Epische Karte ist ein bisschen low, also haben sie eine cool. Also es gibt dann eine legendäre Karte. Ich finde dann, wenn man dass sie das dann so noch machen sollten, dass wenn man irgendwie 2 Monate lang das dann durchgehalten hat oder so. Und dann, nee, das mal 30 Tage ist ja nicht jeder Monat. Zum Beispiel der Februar, der hat ja noch 20, aber die viele, also ich glaube die Hälfte ungefähr, hat ja auch 31 Tage. Dass, wenn man zum Beispiel 1,5 Monate am Stück oder 2 Monate halt am Stück das durchgezogen hat, dass man dann irgendwie eine Survivor-Karte oder so bekommt, dass man das dann noch ein bisschen stärker anreizt, weil. Ja, oder dass man eine bestimmte Spielstundenanzahl. Da könnten sie auch noch was machen, dass man dann höhere Rewards kriegt. Also das mit dem Daily Login Bonus, das ist schon geil, aber das ist definitiv noch ausbaufähig. Und zwar in guten Zügen. Also
mit Spielstunden kann man auch noch was machen, weil gerade bei so Events, dann braucht man ja doch schon ein bisschen länger, wenn man halt was Ordentliches erreichen will, wo man dann da Zeit investiert. Oh, ja, Kartenlimit. Deswegen, also das könnten sie ruhig auch noch machen. Also mit Spielstunden, das, ja, wenn man so, also, nö. Ah, die Spielstunden-Rewards, das könnte man ja auch schon fast mit den Leather-Belohnungen vergleichen. Obwohl halt so ein Spiel, das investiert natürlich halt mehr Zeit, wenn du People's Champion hast, als wenn du Exhibition spielst. Klar. Also, so wie ich zum Beispiel, ich habe meine meisten Spielstunden eben so in der Wochenendszeit. So, in der Woche kann ich kaum. Und halt, weil da eben die ganzen Events sind. So, Niki. Ja, die ist Stufe 45. Die Süßen. Und dass sie vielleicht da dann wirklich auch noch da auf die Spielstunden gehen, dass wenn man so, ja, 5 Spielstunden am Tag, was ja eigentlich schon wirklich viel ist, dass man dann, oder wenn man durchgehend halt einen Monat lang täglich 2 Spielstunden hat, dass man dann eine Survivor-Karte bekommt. Und wenn man dann 5 Spielstunden hat, dass man eine WrestleMania-Karte bekommt. Ja, das ist noch ausbaufähig, Leute. Ich will ausbauen. Ich will ein Haus bauen. Ich baue ein Haus am See mit 20 Kindern und einer Frau. Peter Fox. Bom. So, mal. Wow, ganze 2 seltene Karten, Alter. Geil. Falls halb, ich glaub's nicht, immer nicht. So, wir haben jetzt 2:30 um 3 Uhr. Könnte knapp werden, aber es sollte ich doch definitiv schaffen. Das werden wir noch machen. Also, wenn ich im besonders seltenen bin, da werde ich die Aufnahme auch beenden, werde dann nicht noch warten, bis es weitergeht. Weil die hat jetzt schon, ich glaube, sie hat schon eine halbe Stunde. Aber ich weiß ja, dass wenn die Videos, gerade wenn es viel Gameplay drin ist, gerade, dass das euch eher anspricht. Halt natürlich so News-Videos, das sind halt natürlich immer am besten. Aber die hauen ja auch nicht jeden Tag ein neues Update raus. Ja. So, aber wenn ich halt noch so in den niedrigen Reihen bin, dann gucke ich immer, dass ich Spiele so schnell wie möglich mache. Dass ich da halt schneller voranschreite. Und dann suche ich einfach random irgendwo hin. Halt später so ab. Ja, episch sage ich auch noch easy. Ab legendär fange ich so ein bisschen an zu gucken, wen setze ich denn jetzt ein. Ja. Obwohl mittlerweile. Also Survivor-Karte sollte ich holen können, weil ich habe ja auch noch 300 Credits. Würde ich dann halt nutzen, weil People Champion sind die für mich total unnötig, weil ich einfach. Ja, ich sehe da einfach keinen Sinn drin, fürs People Champion Geld auszugeben. Gebe ich ehrlich zu, weil hier kannst du nicht absacken. Beim People's Champion schon. Aber stell mal vor, ich ja, habe jetzt so den ersten Tag, habe ich jetzt ordentlich Spielzeit aufgebaut, bin so im Rang 2000, dann setze ich noch die Dinger ein, bin so Rang 1000. So, dann passiert mir samstags, was weiß ich, werde ich plötzlich auf eine Party eingeladen und gehe dort dann hin und zock dann den ganzen Tag dort und bin dann Rang 16.000 und hab da jetzt 5 oder 10 Euro investiert. Scheiße. Richtig scheiße. Und hier kann ich sehen, ja, geil. Hier kommt es zwar auf die Spielzeit an, dass man halt so schnell wie möglich, also dass man am besten kein Spiel leer laufen lässt. Was ich auch wirklich versuche. Ja. Vielleicht schaffe ich sogar WrestleMania-Karte zu holen. Also Survivor-Karte sollte eigentlich doch möglich sein. Ja. WrestleMania-Karte versuche ich halt dann doch hinzukommen. Ja, vielleicht hole ich müssen mir so, wer ist denn? Ich glaube, Edge, ne, nicht Edge. Wer war denn? Ich habe gerade geguckt. Gerade mal Lucky Lucky machen.
So. Triple. Oh, da könnten wir sogar einen Survivor Pro machen. Nee, können wir? Moment. Air Edge. Das muss ich jetzt gucken. Hey, los, lade! Ba, 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 ba. Komm schon, bitte, bitte. Oh nee. Oh nee, oder? Och nee, ich hab'n ge. War ja klar, ne? Hab ich den in die Fusion investiert? Bin ich so blöd. Bin ich so blöd. Kacke. Aber wir kriegen da nochmal ein, ja, durch das GF Green ja nochmal einen Survivor. Vielleicht, ja, was Pro-tastisches. Wortspiel. Weiß gar nicht, ist das da, war das legendäre Fusion, wo es gerade ist, oder war es schon Survivor Fusion? Glaub nicht. Bin mir gerade unschlüssig. Kein Schlüssel da. Nee, mein Schlüssel ist weg. Hilfe, mein Schlüssel, er ist nicht mehr da. Habt ihr meinen Schlüssel gesehen, ihr beiden? Ja, Sin Cara. Was ist Callisto? Hast du meinen Schlüssel gesehen? Hast du bestimmt geklaut, gibst du? So wie du da stehst, bestimmt deine Einhand, die du versteckst, mein Schlüssel. Ja. Die Philosophie des Schlüssels. Das alchemistische Prinzip des äquivalenten Tausches. Ah, wer konnte jetzt erkennen, welchen Anime ich gucke? Bestimmt keiner. Diva Tech Team. So. Aber das mit den, diese mit der Pick-Begrenzung, das stört mich echt ein bisschen. Also das wird echt viel Arbeit dann für das 100 Folgen Special. Aber ja, nicht so viel Arbeit. Also 500 Picks mache ich. Das ist 10 mal halt die 55. Vielleicht habe ich da das Glück und fällt gerade auf den Road to Glory, dann passt das gerade. Weil so beim Road to Glory hat man das ein bisschen schneller gefarmt. Das sind dann 100 Matches plus minus. Ja. Da muss ich gucken dann, ob ich das dann die 100 Folgen, dass ich das dann, ja, also das 100 Folgen Special wird, ja, ich kann das, das ist scheiße zu sagen. Ich müsste jetzt ausrechnen und da habe ich keinen Bock drauf, jetzt so mitten in der Folge. Mal gucken. Weil, ja, montags wäre auch noch okay. Wäre ich als Optimalste. Oder wenn es auf eine Samstags- oder eine Sonntagsfolge fallen würde. Das wäre auch noch gut. Nur ein bisschen doof wäre es halt, wenn es auf eine Mittwochsfolge fallen würde. Ja, das ist eigentlich das, was mir am wenigsten passt. Freitag geht auch noch klar, aber Mittwoch wäre halt saudoof. Ja. Und vielleicht werde ich dann die Zeit, wo ich die Karten farme, streamen, obwohl das eher scheiße ist, weil ich halt dann, also ich werde farmen auf jeden Fall nicht über den PC, sondern halt übers Handy, weil das viel schneller geht. So muss ich das Ding wieder dann ausmachen. Wieder anschalten, das Starten dauert halt auf dem PC ewig lang. Das muss ja erstmal BlueStacks laden, dann muss das Ding starten. Nicht so lange. Und das ist das hier, lasse ich das dann auf und farm da auf dem Handy, dass ich die hier dann direkt dann aufnehmen kann. Jo. Ne, streamen, das wäre total scheiße. Dann wird das Streamen wahrscheinlich auch anfangen zu lenken, weil das Starten von BlueStacks, das frisst irgendwie sau viel RAM und Prozessorleistung. Ach so, ist eigentlich dann schön smooth, hab dann eine balanced RAM-Auslastung und ja, ne, auch eine konstante CPU-Auslastung.
deswegen, also das über einen BlueStacks zu machen, wäre unnötig kompliziert. Alter, ich glaube, dieses Video geht schon eine Dreiviertelstunde. Nee. Auf. Ja, könnt schon hinkommen. Also diese Aufnahme geht jetzt allein schon 17 Minuten. Und das wird auch noch ein bisschen gehen. Ne? Viertel vor eins. Viertel vor zwei. So, dann werde ich das gleich fertig zusammenklappbustern. Und dann werde ich mich umziehen und duschen. Yeah. Ja, ich gehe duschen. Ja. Du hast richtig gehört, nicht jeder Gamer duscht sich nicht, nur manche. Und euch Kiddies, die da so denken, ihr wärt voll die Gamer, wenn ihr Zeug auf Facebook spielt, habt ihr euch geschnitten. Im Nacken. Irgendwie habe ich so auch meine Probleme, solche FPS-Spiele als Gamer zu bezeichnen. Aber obwohl das, also in so einem Spiel gut zu sein, erfordert auch schon viel Skill. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Wenn man die FPS-Spieler, also die First-Person-Shooter-Leute, auch als Gamer bezeichnen würde, dann hätte das Wort Gamer irgendwie seine Bedeutung verloren. Also es gibt, klar, es gibt Leute, die spielen auch FPS-Spiele, aber Leute, die nur sowas spielen, die sind irgendwie für mich keine Gamer. Generell so Kriegsspiele. Also so Baller. Es gibt ein paar, die sind geil. Zum Beispiel, ich habe ja selbst auch Battlefield 3 ja, sogar schon mal aufgenommen, aber wenn ich das spiele, da sehe ich da nicht wirklich. Ja, ich spiele das, um irgendwie die Leute zu verarschen, um selber Spaß zu haben, aber nicht um Leute zu töten. Wer die Battlefield-Folge gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. By the way, war das. Ich glaube, eine Aufnahme von 2 Stunden und rauskam 20 Minuten oder Viertelstunde Videomaterial. War schon ein bisschen Arbeit, das zusammenzuschneiden, ne? Vor allem, da diese wenigen guten Szenen, die so ungefähr so 2 Sekunden gehen. Ja. Aber wirklich Taktik einzusetzen, das sehe ich bei so einem Spiel irgendwie nicht ein. Ich finde so Spiele an sich total langweilig. Ich bin auch scheiße in so Games, also liegt vielleicht auch daran. Also spielt hier mal eine schöne gepflegte Runde LOL. Also da kann ich eher mein Können unter Beweis stellen. Oder mal ein Ründchen Terra. Was habe ich noch am Start? Audio Surf. Oder mal ein bisschen Minecraft oder Osu. Dann auch mal ein Ründchen GTA 4. Ich habe kein GTA 5. Lässt mir vielleicht aber auch kaufen. Oder was habe ich noch? Ja, Lego oder Hobbit oder mal so ein Lego-Spiel. Das geht auch manchmal klar, wenn man gerade mal so Bock drauf hat. Das sollte ich übrigens auch mal weiterführen. Das ist ja auch ein bisschen geguckt worden. Habe ich in die Playlist? Hab ich überhaupt eine Playlist? Lego oder Hobbit? Ja, ne? Hm. 18.02. ist das letzte Video gekommen. Ja, 3 Monate her.
So, wir haben jetzt besonders selten arrived. Da würde ich sagen, oh, da gibt's Undertaker. Würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dabei und ja. Ich finde Helden im Hintergrund geil. Mag das. Ihr könnt ja auch mal Vorschläge machen, was für ein Hintergrund ich nehmen soll. Also zum Beispiel mal, jo, macht mal Vorschläge. Also ihr könnt jetzt auch Vorschläge für den Hintergrund und für die Begleiter. Oder ja, die Begleitung machen. Also ich bin da offen. Weil mit euch zusammenarbeiten, das ist dann schon auch wichtig für die Community. Dass man da Verschweißung hat. Schön zusammen schwitzt. Nein. Ja, also wir sehen uns dann das nächste Mal. Das wäre dann die Samstagsfolge morgen. Ja, mal sehen, was ich erreicht habe. Vielleicht bin ich dann schon episch. Vielleicht aber auch nicht. Ja, gut, dann viel Spaß euch noch und bis morgen. So, es gibt dann doch noch einen kleinen Part. Das King of the Ring ist beendet. Das werde ich jetzt zwischen. Das werde ich am Ende, ans Ende setzen. Jo, wer sieht, der sieht's. Wer nicht, der nicht. So, gut, das King of the Ring ist beendet. Wir holen das jetzt mal ab. Belohnung einfordern. Und es ist jetzt gerade halt zu Ende gegangen, deswegen ist jetzt auch keine Musik da. Emma, das heißt, wir können eine Pro-Diva machen. Ja, sehr nice. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und halt all das, was ich vorhin schon gesagt habe. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!